Du möchtest einen Film drehen, ein Drehbuch schreiben mit einer Story, die spannend und interessant ist, aber du weißt nicht genau, wo du anfangen sollst oder wie genau du das machen sollst, dann bleib dran. Ich bin Ronja vom ersten Lesumer Fernsehen und in dieser Serie behandeln wir verschiedenste Medienthemen mit Aufgaben, die ihr selber zu Hause nachmachen könnt. Mehr Infos dazu gibt es in der Infokarte. In diesem Video geht es um zwei verschiedene Strukturen, um Geschichten aufbauen zu können. Also wir gehen jetzt in Richtung Drehbuch, weil wir natürlich viele aus der Richtung Kurzfilme kommen. Es geht dabei um die 3-Akt-Struktur und die 8-Sequenzen-Struktur. Strukturen, das klingt wahrscheinlich erstmal ziemlich trocken, aber wenn ihr diese Strukturen grob drauf habt oder euch darüber bewusst seid, dass die überhaupt existieren, dann kann das sehr hilfreich sein, wenn ihr mal bei einer Story nicht weiterkommt oder einfach mal ein bisschen Inspiration braucht. Und wenn ihr anschließend mal darauf achtet, dann werdet ihr merken, dass sehr viele Filme, die ihr streamt oder sonst im Kino schaut, nach dieser Struktur aufgebaut sind. Das heißt natürlich nicht, dass alles immer 1:1 ist, aber der grobe Ablauf ist sehr weit verbreitet. Normalerweise gibt es die Übungsaufgabe ja immer am Ende des Videos, aber heute machen wir das mal etwas anders. Du wirst im Laufe dieses Videos deine eigene kleine Geschichte entwickeln. Das muss keine perfekte Geschichte sein oder eine, die du unbedingt verfilmen willst. Erstmal geht es hier darum, die Struktur zu verstehen und anzuwenden. Also mach dir jetzt nicht zu große Gedanken, ob du die Geschichte umsetzen könntest oder ob das genau die Geschichte für dein nächstes Projekt ist, sondern es geht hier wirklich erstmal darum, das Prinzip zu lernen. Wir beginnen mit der 3-Akt-Struktur. Also wir haben Akt 1, Akt 2 und Akt 3. Und aus diesen 3 Akten werden wir dann später die 8 Sequenzen hier unten ableiten. Ich habe das mal so grob aufgemalt. Das Prinzip an sich ist eigentlich ziemlich einfach und kennt wahrscheinlich auch jeder schon aus dem Deutschunterricht. Da heißt es immer, jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Ganz so genau kann man das eigentlich gar nicht sagen. Es gibt viele Kurzgeschichten und Kurzfilme, die gar keinen wirklichen Anfang oder kein richtiges Ende haben oder zum Beispiel ein offenes Ende. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Deshalb werden wir alle 3 Akte durchgehen und eure Geschichte wird auch einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss haben. Bevor es jetzt an die Ausarbeitung der Geschichte geht, braucht es natürlich etwas Kreativität. Ich werde euch noch erklären, was ungefähr in den 3 Akten vorkommen sollte, aber wie gesagt, der Hauptpunkt ist, dass es einen Anfang, Mittelteil und Schluss geben muss. Das heißt, drücke jetzt am besten kurz auf Pause und denk dir eine Geschichte aus. Ganz grob, es muss nichts Kompliziertes sein. Wenn du gerade nicht wirklich eine Idee hast, dann kannst du auch gerne einfach mal ein Wörterbuch aufschlagen und auf zufällige Wörter einfach drauf tippen. Dann nimmst du dir vielleicht 3, 4 Wörter und versuchst daraus eine Geschichte zu machen. Wenn du kein Wörterbuch da hast, dann kannst du auch jemanden fragen, ob er dir die ersten 3 Worte sagt, die ihm gerade einfallen. Oder du gehst auf eine Online-Seite, wo man sich zufällige Wörter anzeigen lassen kann. Drücke jetzt auf Pause, um dir ein paar Grundgedanken über deine Idee zu machen. Du hast eine ungefähre Idee? Super, dann können wir jetzt zu den Akten kommen. Der 1. Akt ist die Einführung. In der Einführung geht es darum, die Grundzüge der Welt, in der alles stattfindet, der Person zu erfahren. Also was passiert ungefähr, wer ist beteiligt, wo ist man, wann spielt das Ganze, ist es in der Zukunft, in der Vergangenheit, wie leben die Leute dort, gibt es besondere Dinge, wie zum Beispiel Zauberei, übernatürliche Kräfte. Von all dem sollte man in der Einführung einen groben Eindruck bekommen. Außerdem erfährt man das Ziel der Hauptperson. Also es gibt ja meistens eine Hauptperson oder eine Gruppe an Hauptpersonen und am Anfang sollte man irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man erfährt, welches Problem diese Personen lösen müssen, welches Hindernis es gibt oder was sie erreichen wollen. Jetzt bist du wieder dran. Schreibe dir auf, was ungefähr im 1. Akt passieren soll. Also einfach nur Stichpunkte, welche Personen eingeführt werden, ein paar Eigenschaften, welche Welt eingeführt wird. Also wirklich grobe Stichpunkte. Als Anhaltspunkt habe ich das Ganze mal für unseren Kurzfilm bewertet und geknebelt gemacht. Deswegen blende ich euch gleich mal ein, welche Stichpunkte man da zum Beispiel hätte aufschreiben können. Und jetzt drücke auf Pause, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Alles klar, kommen wir zum 2. Akt. Der 2. Akt ist der Mittelteil, in dem die Geschichte ihren Lauf nimmt. Also es wird versucht, das Problem bzw. den Konflikt zu lösen. Oft erfährt man dort verschiedene Höhen und Tiefen. Also es kann Rückschläge geben und Schwierigkeiten, die man überwinden muss. Drücke jetzt wieder auf Pause und schreibe dir kurz stichpunktartig auf, was im 2. Akt passieren soll. Hier blende ich nochmal ein, was das bei bewertet und geknebelt ungefähr hätte sein können. Weiter geht's. Der 3. Akt ist der Schluss. Beim Schluss
geht die Geschichte zu Ende. Hier sollte man Antworten auf entstandene Fragen finden. Oder wenn das Problem noch nicht gelöst ist, sollte das spätestens hier passieren. Man kann natürlich auch ein eher offenes Ende machen, aber das muss ja auch irgendwie abgeschlossen werden. Also meistens gibt es da Hinweise auf mögliche Ausgänge der Geschichte. Am Ende kann es ruhig auch nochmal spannend werden, damit der Zuschauer gebannt weiterschaut. Aber es soll jetzt nicht euer Höhepunkt der Geschichte sein, der dann erst am Ende der Story passiert. Hier sind die Stichpunkte, die man zum Beispiel für bewertet und geknebelt hätte verwenden können. Drücke jetzt wieder auf Pause, um deine eigenen Stichpunkte zu machen. Perfekt, jetzt haben wir den ersten Teil eigentlich schon geschafft. Und jetzt wollen wir ein bisschen mehr in die Details gehen. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt schon in irgendwelche Dialoge oder Einzelheiten verrennen sollte. Wichtig ist vielleicht noch, dass 8 Sequenzen nicht heißt, dass eure Geschichte jetzt genau 8 Szenen haben soll, sondern eine Sequenz besteht aus einer oder mehreren Szenen, die gewisse Bereiche abdecken. Welche das sind, dazu kommen wir jetzt. Bevor wir zur ersten Sequenz kommen, es ist wichtig, dass es bei Kreativität auch Platz für das Verwerfen von kreativen Ideen gibt. Also wenn du jetzt merkst, dass manche Sachen irgendwie so zusammen nicht so gut funktionieren oder dass du vielleicht Sachen, die du in Stichpunkten schon festgehalten hast, rauslassen müsstest oder verändern müsstest, dann ist das absolut kein Problem. Also sei einfach kreativ und mach das Beste daraus. Die erste Sequenz unterscheidet sich erstmal nicht viel von der Beschreibung des ersten Aktes. Wie gesagt, es soll die Welt eingeführt werden. Man kann schon mal andeuten, welchen Stil das haben soll. Wenn es jetzt eine Komödie sein soll, dann wird man das natürlich anders anfangen, als wenn es ein Horrorfilm ist. Außerdem sollte man aber auch schon verschiedene Rollen kennenlernen und ihre Charakterzüge, um sie später besser einordnen zu können. Es kann aber auch noch gerne Ungewissheit da sein. Also man muss jetzt nicht alles über die Welt oder die Charaktere wissen. Wenn es für die Spannung besser ist, kann man natürlich auch bewusst Details weglassen. Da Sequenz 1 und 2 ineinander übergehen können, werde ich dir jetzt nochmal die zweite Sequenz vorstellen und wenn ich damit fertig bin, wirst du deine Stichpunkte für beide Sequenzen machen. Die zweite Sequenz ist die Etablierung. Hier werden Rollen nochmal vertieft, es können Vorgeschichten über Personen erfahren werden und außerdem wird der Hauptkonflikt der Geschichte klar. Wenn dieser klar ist, kann es immer noch innere Konflikte der Person geben, die vielleicht an sich zweifeln, an ihrem Vorhaben zweifeln oder auch Bedenken in andere Richtungen haben. Außerdem können Vorbilder und wie gesagt die Ziele klar werden. Also was will der Protagonist oder die Protagonisten erreichen? Zusätzlich zu diesen Inhalten habe ich jetzt noch ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich im Film oft langhangelt. Sagen wir mal, wenn wir so eine Timeline jetzt mal hier unten hätten, dann haben wir irgendwo zwischen der ersten und zweiten Sequenz, hier haben wir dann einen Anstoß. Dieser Anstoß ist ein erstes Anzeichen darauf, dass da irgendwas passieren wird. Weil wenn man jetzt einfach eine Situation hat, vielleicht noch in einer Welt, die den normalen Alltag darstellt, gibt es ja gar keinen Grund, den Film zu schauen. Das heißt, man sollte relativ früh schon merken, dass irgendwas nicht stimmt oder dass es irgendein Problem geben wird. Und dann so zum Ende hin des zweiten Aktes, irgendwo hier, da gibt es dann den ersten großen Wendepunkt. Der erste Wendepunkt ist ein Punkt, in dem es eigentlich kein Zurück mehr geben soll. Also, dass die Charaktere etwas begonnen haben, was sie jetzt nicht einfach wieder abbrechen können oder etwas erfahren haben, was alles ändert. Und es gibt einfach kein Zurück mehr in der Geschichte. Ich blende hier nochmal ein, welche Stichpunkte wir für Sequenz 1 und 2 für bewertet und geknebelt verwenden könnten. Bevor ihr euch das jetzt anguckt, möchte ich euch einmal kurz genauer erklären, was bei uns der Anstoß und was der Wendepunkt ist. Der Anstoß ist, dass Frau Gerst angeblich abgereist ist. Da könnte man schon mal denken, was passiert wohl auf einer krassen Fahrt, wenn eine Lehrkraft plötzlich fehlt und der Lehrer ist auch noch ziemlich streng für die, die den Film kennen und hat jetzt nicht so wirklich Lust darauf. Da hat man schon mal das Gefühl, okay, da wird irgendwas passieren. Auch weil man schon weiß, dass die Schüler nicht so ein gutes Verhältnis zueinander haben. Ein zweiter Punkt, den ich nochmal hervorheben will, ist der Hauptkonflikt. Denn der Hauptkonflikt muss immer festgelegt werden. Also ihr müsst nicht immer alle Punkte abdecken, aber der Hauptkonflikt ist sehr wichtig. Bei uns ist der Hauptkonflikt, dass die Schüler merken, dass Frau Gersts Koffer noch in dem Haus ist, wo die Klasse ist. Und dann merken sie, dass irgendwas nicht stimmen kann und dass Frau Gerst wahrscheinlich etwas passiert ist. Also müssen sie irgendwie Frau Gerst retten. Der erste Wendepunkt folgt dann darauf, als die Schüler entscheiden, Frau Gerst zu suchen. Sie haben jetzt die Information, dass hier wahrscheinlich was passiert ist. Durch die Suche spitzen sich die Indizien immer zu und es gibt einfach kein Zurück mehr, weil sie wissen, sie müssen Frau Gerst retten. Bei den Sequenzen werde ich jetzt nur noch Beispiele für Stichpunkte angeben, also für
Punkt, die ich wichtig halte oder die in unserem Film sehr gut zu diesem Schema passen. Jetzt kannst du dir in Ruhe nochmal die Stichpunkte angucken, aber lass dich nicht zu sehr davon beeinflussen, sondern denk an deine eigene Geschichte. Drücke wieder auf Pause, um jetzt die Stichpunkte für Sequenz 1 und Sequenz 2 aufzuschreiben. Sequenz 3 ist der Aufbruch bzw. die Überwindung zum Aufbruch. Hier wird wirklich angefangen, Taten walten zu lassen. Es gibt oft erstmals Zweifel, die überwunden werden müssen, und dann wird erstmal der einfachste Weg ausprobiert. Wenn dieser einfachste Weg dann ausprobiert wird, ist es oft natürlich noch nicht das Ende. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, sondern es gibt die ersten Hindernisse. Außerdem kommt es dann am Ende zu einer Eskalation. Um das mal ein bisschen zu beschreiben, bei Bewährt und Geknebelt war es zum Beispiel so, dass die Schüler merken, sie kommen nicht voran. Sie versuchen sich irgendwie gegenseitig die Schuld zu geben und dann eskaliert das Ganze. Sie streiten sich. Da das Ganze hier nicht so stark ineinander übergeht, kannst du jetzt schon mal dich um die dritte Sequenz kümmern. Ich blende dir hier ein, was das bei Bewährt und Geknebelt hätte sein können, und du kannst so lange auf Pause drücken, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Sequenz 4 und 5 gehen wieder etwas mehr ineinander über. Die vierte Sequenz ist die Konfrontation. Bei Bewährt und Geknebelt ging das zum Beispiel aus der Eskalation hervor. Es gab die Eskalation und dann konfrontieren sich die Schüler gegenseitig. Und daraus ergibt sich dann eine große Änderung. Die große Änderung ist oft entscheidend, um das Problem lösen zu können. Denn dadurch, dass sich, wie in unserem Fall, die Schüler zusammenraufen und mehr im Team arbeiten, schaffen sie es im Endeffekt voranzukommen. Es wird diese große Änderung, die zum Erfolg führen soll, ja, durchgeführt. Und das kann auch noch eine Vorbereitung darauf beinhalten. Also es könnte bei Bewertet und Geknebelt zum Beispiel das Gespräch gewesen sein, wo sie sich ausgesprochen haben. Das Ganze führt dann zum entscheidenden Punkt hin. Der entscheidende Punkt ist hier, dass eben die Teamarbeit das Wichtige ist, um Frau Gerst zu retten. Und dann geht das Ganze nämlich in die Sequenz 5 über die Durchführung. Was wichtig ist, ist, dass die entscheidende Änderung durchgeführt wird und man hat eine Art Prüfung. Diese Spannung, werden die Personen Erfolg haben oder nicht, werden sie scheitern. Darum geht es in der fünften Sequenz. Außerdem gibt es hier wieder einen Punkt, und zwar etwa hier. Das ist der Midpoint. Beim Midpoint nimmt die Geschichte nochmal an Fahrt auf. Oft hätte hier die Geschichte quasi auch einfach zu Ende gehen können, aber eben mit einem, ja, nicht so guten Ergebnis. Die Schüler hätten einfach sich streiten können, vielleicht hätten sie sich auch ausgesprochen, aber hätten dann einfach aufgegeben. Das hätte so laufen können, aber es ist natürlich nicht die Geschichte, die wir erzählen wollen. Wir wollen ja etwas Spannendes haben, wir wollen eine Veränderung. Hier blende ich euch jetzt die Stichpunkte ein, die es bei Bewertet und Geknebelt hätten sein können. Ihr könnt jetzt eure Stichpunkte aufschreiben für die Geschichte, die ihr euch ausdenkt. Sequenz 6. Das wirkt vielleicht etwas mickrig, aber es kann ein sehr wichtiger Punkt sein. Und zwar geht es hier um die Folgen des Handelns, das Ergebnis. Was ist passiert, als die Hauptpersonen versucht haben, Frau Gerst zu retten oder was auch immer bei deiner Geschichte passiert? Haben sie Erfolg? Und auch wenn sie denken, dass sie Erfolg haben, ist es vielleicht am Ende schlechter als vorher? Kommt vielleicht noch eine dunkle Wahrheit ans Licht? All das kann hier bei den Folgen des Handelns passieren. Ich blende wieder die Stichpunkte ein, die es für Bewertet und Geknebelt hätten sein können, und du drückst auf Pause, um deine Stichpunkte aufzuschreiben. Sequenz 7 und 8 machen wir nochmal zusammen. In der siebten Sequenz, wo der Akt 3 beginnt, dort kann nochmal letzte Spannung aufkommen. Also man hat zwar Antworten auf viele Fragen, vielleicht auch alle Antworten oder glaubt sie zu haben. Und es wird nochmal Bezug genommen auf die Veränderungen, die passiert sind. Können alle gut damit umgehen? Was hat sich geändert? Was passiert als nächstes, jetzt wo das Problem vielleicht gelöst ist? Außerdem kann es aber auch nochmal einen letzten Plot-Twist geben. Also bei uns war das ja so ein bisschen mit da drin, wo zum Beispiel Julius plötzlich erfahren hat, alles war gut, Frau Gerst war wieder da, aber Julius erfährt, sein Vater hat sie entführt. In Sequenz 8 wird dann wirklich abgeschlossen mit der Geschichte. Die Personen finden sich mehr oder weniger mit dem Geschehen ab, je nachdem auch, das kommt natürlich auf den Charakter an. Fragen werden aufgelöst und es sollte Antworten auf alle entstandenen Fragen geben. Zumindest die Fragen, die jetzt noch nicht im Laufe der Geschichte erklärt wurden. Wenn ihr natürlich ein eher offenes Ende haben wollt, dann müsst ihr nicht alles beantworten, aber wir machen das ja jetzt quasi ganzheitlich, als gäbe es einen richtigen Anfang und ein abgeschlossenes Ende. Zu dem letzten Punkt habe ich noch etwas mehr zu sagen, und zwar wird am Ende das Need erfüllt. Im Film gibt es oft ein Want und ein Need. Am Anfang hat man quasi hier den Hauptkonflikt erfahren, beziehungsweise das Ziel des Protagonisten. Das ist das Want, also was der Protagonist unbedingt will.
Und dieses Ziel wird dann im Laufe des Films verfolgt. Man arbeitet darauf hin, dieses Want zu erfüllen, aber am Ende ist halt das Need erfüllt. Need bedeutet das, was der Charakter wirklich braucht, was ihm hilft. Das weiß der Charakter vielleicht ja am Anfang der Story selber noch nicht. Julius hätte sich zum Beispiel in unserem Film bestimmt nicht gewünscht, dass sein Vater die Person ist, die Lehrerin kidnappt. Aber sein Need wurde erfüllt. Frau Gerst wurde gerettet. Er hatte zwar einen Streit mit seinem Vater, was sicherlich auch nicht sein Ziel war, aber er hat ihm jetzt gesagt, was seine eigene Meinung ist. Und dadurch hat sich etwas ganz anderes ergeben, was er sich vorher vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Jetzt möchte ich nochmal auf diese Kreuze hier eingehen. Und zwar gibt es da zusätzlich noch, kann auch in Richtung 7 noch passieren. Da gibt es nämlich den zweiten Wendepunkt. Das kannst du gleich gerne entweder noch zur 6. Sequenz ans Ende hinzufügen oder eben zur 7. Im zweiten Wendepunkt gibt es nochmal eine Art großes Problem oder eine Erschütterung, eine Katastrophe. In unserem Fall war das zum Beispiel, dass Julius erfährt, sein Vater hat die Lehrerin entführt. Das ist nochmal etwas, was runterzieht, nochmal ein Down in der Geschichte. Und dieses Need, das ist eigentlich quasi auch nochmal ein eigenes Kreuz, könnte man sagen. Also, ich werde noch ein letztes Mal die Stichpunkte jetzt für Sequenz 7 und 8 einblenden. Genau, denk daran, wenn du deine Sachen aufschreibst, auch nochmal hier den zweiten Wendepunkt mit einzubeziehen und den Need. Und ja, ansonsten kannst du jetzt deine letzten Stichpunkte machen. So, das waren jetzt alle Stichpunkte. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber jetzt passt meine Geschichte vielleicht nicht mehr so gut zusammen. Vielleicht findest du es auch unpraktisch, so von vorne nach hinten da durchzugehen. Oft kann es auch sein, dass man eine Geschichte von hinten aufbaut. Man fängt am Ende an, um zu wissen, worauf man hinarbeitet und plant dann erst den Anfang. Das war hier jetzt, wie gesagt, wirklich dafür da, um herauszufinden, wie diese Struktur funktioniert, welche Punkte man behandelt und ja, was für Inhalte das ungefähr sein können. Du kannst natürlich gerne nochmal über deine Stichpunkte drüber gehen, vielleicht noch Änderungen vornehmen und vielleicht auch eine Geschichte daraus machen, die du selber wirklich gut findest und vielleicht noch etwas daraus machen willst. Oder du denkst dir, okay, ich weiß jetzt, was Akte sind, ich weiß jetzt, was Sequenzen sind und jetzt weiß ich, wenn ich mal wieder eine gute Idee habe, eine Idee, mit der ich wirklich arbeiten will, wie ich damit arbeiten kann. Und nochmal ganz wichtig, es geht hier nicht darum, genau diesem Strang zu folgen, sondern es als Anhaltspunkte nutzen zu können und zu wissen, dass Geschichten, die in etwa so aufgebaut sind, gut funktionieren. Sie sind interessant, sie sind unterhaltsam. Allgemein ist es hilfreich, erstmal den Verlauf grob zu planen, als einfach drauf loszuschreiben. Wie ihr wisst, machen wir es bei Elf zu Hause so, dass wir total gerne eure Ergebnisse sehen wollen. Wir wollen nicht nur eure Filme und Fotos sehen, sondern auch eure Ideen. Wir wissen, dass das hier nicht irgendwelche perfekt ausgearbeiteten Ideen sind, aber wir finden es sehr interessant, was ihr hieraus gemacht habt. Also teilt gerne auf Social Media oder einfach in den Kommentaren eure Stichpunkte mit uns. Verwendet dazu den Hashtag #ElfZuHause, damit wir das auch finden und markiert uns. Außer natürlich, ihr macht das in den Kommentaren. Wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel handschriftlich gemacht habt, ist es vielleicht einfacher, auf Instagram oder Twitter ein Foto zu machen und das einfach dort hochzuladen. Wir freuen uns natürlich auch immer riesig über Feedback, also wie euch das Video gefallen hat in den Kommentaren hier. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos dieser Wissensserie zu verpassen. Wenn ihr noch mehr über uns oder unseren Verein erfahren wollt, dann schaut einfach mal in die Infobox. Da sind alle Social-Media-Kanäle, unsere Website und so weiter. Bis zum nächsten Mal bei Elf zu Hause. Sieht gar nicht komisch aus mit dem Kabel, was hier so rumhängt.